In Kanada ist es so, dass das Gesundheitssystem im Wesentlichen staatlich ist, also public, wie die Kanadier sagen. Und in den verschiedenen Staaten Kanadas gibt es, es gab zwei, drei private Kliniken, aber mittlerweile ist eigentlich alles 100% öffentlich. Das heißt, die Kataraktoperationen werden kontingentiert. Es kann auch jetzt nicht jedes Krankenhaus beliebig viele Operationen machen, sondern die bekommen gesagt, ihr macht eben 3000 oder so. Und das ist dieses Jahr im Budget. Und da gilt es wie folgt, wenn ich mir meinen grauen Star nicht simultan operieren lasse, das heißt beide Augen am gleichen Tag, werde ich als älterer Mensch wahrscheinlich die Operation des zweiten Auges nicht erleben, weil da komme ich auf die Liste ganz nach hinten. Das heißt, dort schreibt die Regierung eine simultane Operation eigentlich vor. Bei uns ist sie, vielleicht historisch gewachsen, eher noch ein No-Go und wird, wenn dann im Kliniksetting bei behinderten Patienten in Vollnarkose und so, wenn man Narkose einsparen möchte, eigentlich dann eingesetzt. Also wir sitzen an den Extremen. Die Frage jetzt zur simultanen Kataraktoperation, also beide Augen am gleichen Tag. Warum sollte das ein Standard werden? Ich habe hier von den Referenten so tendenzielle Meinungsäußerungen und habe eigentlich 5-mal Nein und einmal bedingt. Und jetzt darf ich den Bedingten fragen, warum Sie denn denken, dass wir da über einen Standard nachdenken sollten. Ich glaube es nicht, dass es ein Standard wird, weil es ja auch abrechnungstechnische Gründe hat. Ja, ich habe es deswegen als bedingt gesagt, weil ich gerne die refraktiven Eingriffe simultan mache an einem Tag. Das liegt halt auch daran, dass Lohr einen Standortnachteil hat. Die Leute müssen teilweise sehr lang anfahren. Aber bei der grauen Star-Operation machen wir es auch nur, wie Sie es gerade gesagt haben, im Ausnahmefällen. Wir hatten natürlich gestern auch einen Fall vom Dr. Armbrust, der halt dann gesagt hat, nee, er will beide Augen an einem Tag haben, aber das ist die absolute Ausnahme. Deswegen habe ich bedingt gesagt, weil wir natürlich solche Fälle haben, so wie Sie es gerade gesagt haben, so spezielle Fälle jetzt wie beim Dr. Armbrust. Aber ansonsten machen wir die Kataraktoperation auch an verschiedenen Tagen. Nur die refraktiven Linsenaustausch und ICL-Operationen macht man an einem Tag, wenn es der Patient wünscht. Also klar, wir besprechen das mit dem Patienten, Vor- und Nachteile, aber die Mehrheit der Patienten will es dann an einem Tag haben. Jetzt frage ich alle Neiner, warum wird das kein Standard in Deutschland? Also ich da vielleicht, und vielleicht ist es aus Sicht der Kliniken nochmal eine andere Sache, weil wir schon, denke ich, auch eine gewisse Selektion oder häufiger Patienten haben, die auch noch allgemeinmedizinische Probleme haben. Ein Teil der Risiken ist ja hier schon für alle sichtbar aufgeführt. Aber ich muss sagen, ich freue mich über jeden Tag, an dem ich in einem Land operieren darf, wo mir nicht vorgeschrieben wird, simultan beide Augen zu operieren. Wir haben ja gestern die OP von Herrn Professor Jünemann gesehen. Stellen Sie sich mal vor, das wäre praktisch zeitgleich an beiden Augen passiert. Ja, und auch so eine grundsätzliche Haltung der Medizin ist, man muss nicht alles machen, was technisch möglich ist. Natürlich ist das technisch möglich, aber manchmal, wenn man eben nicht gezwungen ist, beidseits zu operieren, dann muss man das auch nicht machen. Und ein Teil der Risiken ist hier aufgeführt. Und gestern, das war eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wir sind ja alles Ärzte, wir haben mal einen Eid abgelegt, niemandem zu schaden. Und es ist unsere Verantwortung für die, die uns anvertraut sind, die Verantwortung zu übernehmen. Und wie soll ich dann dem Patienten die Entscheidung überlassen, was für ihn gut ist, dass er an einem Tag sich beide Augen operieren lässt, wo ich die Kenntnis habe, was alles im Hintergrund passieren kann, möglicherweise. Ja, also von daher wäre ich da sehr zurückhaltend. Das ist auch ganz klar meine persönliche Meinung, dass ich da sehr restriktiv aufkläre und das auch bei uns in der Uniklinik nur in ganz, ganz klaren Ausnahmefällen zulasse, was wir schon gerade gesagt haben, Narkoseuntersuchungen, wo es wirklich auf ganz spezielle Ausnahmen ausgeht, aber für die Routine auf keinen Fall. Aber ich sehe es jetzt nicht hier, wenn ich nicht den Advocatus Diaboli spielen würde. Und warum machen Sie dann Laserchirurgie refraktive an beiden Augen simultan? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Sie verletzen den Patienten hintereinander, an beiden Augen. Sie wissen noch nicht den Outcome vom ersten Auge. Was soll denn der Quatsch?
Das ist die alte Diskussion, refraktive Chirurgie, inwieweit berühre ich sozusagen die Oberfläche des Auges, sprich öffne ich die Hornhaut. Also ein bisschen verletzen ist gut, aber richtig verletzen nicht. Also ein bisschen, wir reden ja von intraokularen Eingriffen, wenn wir uns auf diesen Nenner einigen, denke ich, ist es eine ganz klare Trennung. Und so sieht es ja auch die Kommission für refraktive Chirurgie in Deutschland, die regelmäßig ihre Empfehlungen herausgibt und an die haben wir uns zu halten. Das ist eine klare Vorgabe. Ja, aber lassen wir da ein bisschen tiefer bohren. Wunder. Es gibt ja, wenn die Leute kommen mit den Argumenten, warum denn vielleicht die Kataraktoperation oder die refraktive Linsenoperation nicht simultan. Naja, ich kann, wenn ich das erste Auge operiert habe, erstmal gucken, habe ich genau getroffen? Kann ich vielleicht noch eine Feinadjustierung vornehmen? Also nehme ich vielleicht eine Linse, eine halbe Dioptrie, mehr Minus oder Plus? Mit aller Vorsicht am ersten Tag und am zweiten Tag nach der OP sind natürlich die Ergebnisse auch nicht genau verwendbar. Aber du hast zumindest mal so eine Idee, insbesondere bei schwierigen Refraktionsfällen. Theoretisch hätte ich den Vorteil eigentlich auch bei der refraktiven Chirurgie, ja, weil der Laser, der hat ja natürlich seine Voreinstellung und dann hat er sein Nomogramm und dann hat er sein Adjustierungsnomogramm. Ah, wenn der Astigmatismus so ist, dann bitte minus 0,5 dazu oder 0,3 plus dazu oder diese Nomogrammgeschichten. Das ist ja die größte Wissenschaft von allem, ne? Du machst eine wellenfrontgesteuerte Ablation und hinterher machst du plus 0,3. Genial, ja. Das machen wir und stellen das ein und machen beide Augen. Aber theoretisch könnte ich genau das gleiche Argument verwenden, wenn ich nämlich jetzt sage, ich mache ein Auge, da gucke ich, wie das rauskommt. Und dann kann ich hinterher immer noch beim Laser meinen Adjustment Factor noch mal ein bisschen individualisieren. Aber wie lange warten Sie? Bei der kennen wir ja die Fälle. Genau. Und wie lange ist das Warten ethisch gerechtfertigt und ärztliche Heilkunst? Und wann wird es Quatsch? Und wann wird es kommerziell schädlich? Ist ja eigentlich die Frage. Ja, aber letztendlich müssten Sie bei den refraktiven Eingriffen mindestens 6 bis 8 Wochen warten, weil wir kennen ja alle die Fälle, wo sich nach 6, 8 Wochen noch was tut. Ja, und dann erklären Sie mal dem Patienten mit seinen -6 oder -8 Dioptrie, jetzt warten Sie mal 8 oder 10 Wochen. Jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Und dann sehen wir weiter. Also das ist einfach... Ist Ethik, wenn es ein ethischer Aspekt ist oder wenn es ein Perfektionsaspekt ist. Wir wollen das Beste erzielen. Wir haben nicht, eminenzbasiert wissen wir jetzt nicht, ob das besser wird, wenn ich nach 6 Wochen gucke und dann den Laser anders einstelle. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber haben wir auch nicht so richtig ausprobiert, weil die meisten Patienten sich nämlich simultan lasern lassen. Ja. Aber würde dadurch die ärztliche Ethik, die Perfektion anzustreben, für einen Patienten das Beste rauszuholen, nicht doch ein bisschen korrumpiert? Und jetzt bin ich auch wieder bei der Cut-OP. Ja, wie weit gehen wir denn da? Simultan, nicht simultan, wie lange warten? Beim refraktiven Patienten, ausgerechnet die refraktive Linsentausch, die machen sie am gleichen Tag, wo sie doch ganz genau hinkommen wollen. Lassen Sie noch ein bisschen raus da. Ja, aber genau, das ist ja genau der Punkt. Letztendlich, wie gesagt, wenn Sie sagen, ja, wir wollen das rausreizen, müssten Sie ja wirklich 2 Monate warten. Und das ist ja bei so einem Patienten überhaupt nicht im Alltag gar nicht durchführbar. Steht ja auch da auf diesem schönen Dings eben, wann will der wieder arbeiten, wann will der wieder im Berufsleben sein. Und das ist kann eine Kontaktlinse auf die andere Seite machen. Ja, das ist ja das Problem. Deswegen kommen Sie ja zu uns, weil Sie die Kontaktlinse nicht mehr verdienen. Ja, der hat ja schon 4 Jahre gewartet, jetzt soll die 2 Monate machen noch nichts aus. Das ist doch der Quatsch. Weil der ja arbeiten will oder muss. Ja? Ja, kann er doch mit der Kontaktlinse. Ja, aber die verträgt er ja nicht mehr. Trotzdem die Karenz haben. Du musst ja trotzdem die Kontaktlinsenkarenz haben. Die Tobi, löst den Knoten. Nein, den Knoten kann ich jetzt nicht lösen, aber ich kann halt nur sagen, wir in Bayern. Schon gelöst. Wir haben in Mühldorf in den 90er Jahren den Dr. Steinmetz gehabt, Gott hab ihn selig. Der hat über ein Jahrzehnt nur beide Augen immer operiert. In Vollnarkose, im Stahlkrankenhaus immer beidseits Katarakt operiert. Das heißt, er ging über 10 Jahre. Jetzt könnte man doch davon ausgehen, nachdem er nicht mehr da ist und die Kollegen, die dann ihn beerbt haben, dass die Bevölkerung dort so weit erzogen wurde, dass man gerne beide Augen hätte. Zero. Also ist wieder alles zurückgefallen, wie es war. Es spielt natürlich der Aspekt auch dazu, auf der einen Seite, was wir als Erwartungshaltung haben. Wir haben gestern über diese ganzen wahnsinnigen Weiterentwicklungen haben. Die Erwartungshaltungen sind extrem hoch. Das an beiden Augen, dann immer beide Augen nachkorrigieren. Und vor allen Dingen der Anspruch der Bevölkerung ist ja gar nicht da. Ja, und deswegen
wir machen zum Beispiel die ECL nach wie vor old school. Ein Auge an einem Tag und nächster Tag Kontrolle, übernächster Tag die zweite Seite. Natürlich, wir können alle beide Augen lasern, mache ich auch sehr häufig an beiden Augen. Also ich sehe nur, die Anforderung der Bevölkerung ist einfach nicht da. Und warum sollen wir, sagen wir mal, vorpreschen? Dann bitte. Sehe ich nicht den Grund und vor allen Dingen, es ist wirtschaftlich deutlich schlechter. Und deswegen, für den Arzt? Oder? Für den Arzt, ja. Oder fürs Gesamtsystem? Naja, ich bin jetzt nun mal kein Sozialbetrieb und deswegen denke ich mir, ich mache erst eine Seite und dann nächste Woche die zweite Seite. Also ich erlebe das anders. Also wir machen zum Beispiel die Kataraktoperation eine Woche später, ein Auge zu einem Auge eine Woche später. Und da ist es so, dass viele Patienten zunehmend fragen, ob man das nicht simultan machen kann. Und die ganze Diskussion, was ändert man, macht man Feintuning, wie häufig kommt das wirklich vor, dass man eine Linse ändert? Ich sehe das eher so wie einen refraktiven Eingriff. Von daher finde ich, dass es in Richtung simultane Operation geht mit allen Prämissen. Da muss man sich fragen, wie geht das denn? Kann man das gewährleisten, dass man sicherstellt, dass es verschiedene Chargen gibt? Das ist sicherlich aufwendig. Und ist es nicht für den Patienten günstiger, weil er dann nicht mehr einen doppelten Heimweg hat und so weiter? Ja, vielleicht sollten wir das mal aufgreifen. Was ist denn eine simultane Operation? Also es gibt ja dann auch Vorschriften bzw. Empfehlungen, wie man simultane Operationen durchführen soll. Da steht dann, dass man also zum Beispiel zwei unterschiedliche Infusionsflaschen am besten von unterschiedlichen Chargen benutzt. Am allerbesten Firma A und Firma B, dann weiß man nicht, dass es nicht die gleiche Charge ist, dass keine Verwechslung auftreten können, dass natürlich komplett neu abgedeckt wird und so weiter. Das sind also die Vorschriften, die es ja auch im kanadischen System entsprechend gibt und an die man sich auch halten sollte. Wenn man eine Literaturrecherche macht, ich meine, was ist ja denn der Super-GAU? Der Super-GAU wäre die Endophthalmitis an beiden Augen. Oder ein Stopp, TAS. Ja, oder ein TAS an beiden Augen. Aber die Endophthalmitis, glaube ich, ist schon der heftigste Super-GAU, den man haben kann. Und wenn man in der Literatur guckt, wie viele Fälle in der Literatur sind denn beschrieben mit einer Infektion binokular bei einer simultanen OP? Da gibt es 2-3 Case Reports aus Indien. Das war's. Die Inder sind halt mutiger. Bitte? Die Inder sind mutig. Ja, aber die Kanadier, die haben ja nun im ganzen Land das so laufen. Und wenn das jetzt ein wirklicher Risk wäre, was, wenn man jetzt so sagt, gucken wir die ISCS-Studie an, Endophthalmitis-Häufigkeit zwischen 1 zu 500 bis 1 zu 2000, auch noch ein bisschen vom Schnitt beeinflusst und so, dann muss ich natürlich potenzieren, ich muss multiplizieren, ich kann nicht einfach addieren und sagen, 1 zu 4000 müsste dann die Simultane kommen. Aber wenn man dann so 30.000, 100.000, 200.000 Cut-Operationen überblickt, dann müsste das Risiko irgendwo dann sein, dass es auch mal eine bilaterale Infektion gibt. Bisher ist sie nicht beschrieben. Okay, aber das heißt doch nichts, Manfred. Natürlich heißt das nichts, klar. Statistik ist... Wie war es denn in der refraktiven Chirurgie? Iatrogene Keratektasie nach LASIK. Haben wir alle gesehen schon, bislang noch hatte das noch keiner irgendwie beschrieben, bis dann der Seiler das irgendwann publiziert hat. Und alle haben noch auf den Kongressen geprahlt, ich schaff's bis 10, minus 10, die anderen, ich bin bei minus 15 und so weiter und minus 20 mache ich. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Fakt ist, das sagt gar nichts. Aber richtig ist, dass in der Stadt, wenn du das durchdeklinieren willst, so wie du sagst, dass das vorgeschrieben wäre, dass man oder extrem ratsam wäre, unterschiedliche Chargen etc. pp., ist das so anspruchsvoll, wenn du das im täglichen Leben dir anguckst, absolut, wie das sein soll, beim Richten der Tische und so weiter, dass ich nicht glaube, dass du das wirklich ganz sauber hinkriegst. Und wenn das, wie du sagst, zur bilateralen Endophthalmitis kommen würde, ist doch keine Frage, dass das medikolegal aufgearbeitet wird. Ja, und dann wird dann Team anrücken und die werden sich das ganz genau angucken im Detail, ob die Schwester sauber geschult ist, die Fakumaschine hochzufahren etc. 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 Und ich glaube, das ist doch das große Problem auch, das wir haben, dass wir dann, dass kaum einer der so wie Herr Hengerer und die dann am Ende das begutachten, das gut finden.
So, und da haben wir nämlich das zweite Problem, dass nämlich eben halt, sag mal, man auf medikolegal, wenn man das macht, auf einem dünnen Eis einfach steht. Ne? Dann geht es ja auch, selbst wenn auf einem Auge irgendwas passiert ist, was nicht so zufriedenstellend ist, wird man in die Einverständniserklärung reingucken. Ja, ist denn das alles sozusagen im Vorfeld antizipiert und kommuniziert worden, dass, wenn das ist, sag mal, natürlich anders gelaufen wäre, wenn ein Patient ein cystoides Makula-Ödem am ersten Auge entwickelt, dass dann die Wahrscheinlichkeit im zweiten Auge extrem hoch ist. Und ist darüber gesprochen worden. Und wie wurde das dokumentiert auch, ne? dass man sich darüber hinwegsetzt und der Patient auf beiden Augen plötzlich binokular nicht mehr funktioniert. Und die Sachen, das ist dann mal in Deutschland definitiv so, dass da ein sehr dünnes Eis ist. Und da würde ich mir von der, auch wo das Thema war, Fake-Linsen, ICL, bilateral, simultan zu operieren, was wir übrigens auch anbieten und auch machen, deswegen weiß ich, wovon wir reden, das Eis so dünn ist, weil es Empfehlungen gibt, dass es eben nicht statthaft ist. Ne? Genau. Und da würde man sich ist Gott sei Dank ja jetzt abgestuft zur Empfehlung und damit für mich nicht mehr so verbindlich. Aber es ist natürlich nach wie vor Fakt, dass die Leute, die das letztendlich begutachten, das genau auseinandernehmen und dann wird man eben Schwächen sehr leicht auffinden wollen. Und dafür haben wir alle auch Angst, sage ich mal ganz ehrlich. Aber bei Cystoid Makuladema reicht ja die eine Woche auch nicht, ja, in der Schweiz. Nein, reicht nicht. Nee. Eben, also Ablösung. Sind wir wieder bei Ihren 8 Wochen. Genau. Dann, ja. Also das ist dann wieder die Frage, wie lange warten wir dann? Korrekt. Aber nur damit wir jetzt kein Missverständnis aufkommen lassen, ich versuche natürlich hier ein bisschen Pfeffer reinzubringen. Ich bin nicht fürs simultane Operieren, aber ich mache meine refraktiven hornhautchirurgischen Eingriffe simultan. So, und über diesen Widerspruch habe ich mir schon oft Gedanken gemacht, ja. Aber muss das unbedingt ein Widerspruch sein? Ich meine, ich wehre mich sowieso auch immer ein bisschen so pauschal zu sagen, wir machen das jetzt immer so und immer so. Es ist genau wie mit den Einmalinstrumenten. Man muss ja, es ist ja eigentlich immer auch ein individuelles Abwägen. Also wenn wir operieren auch manchmal simultan bei Patienten, die schwerst krank sind, die einen schlechten Allgemeinzustand haben, die Narkose operiert werden müssen aus verschiedenen Gründen. Und da macht das Sinn. Da wäge ich ab, ja, ab einem bestimmten Punkt, dass es Sinn macht, das eben so vorzugehen, ja, im Ausnahmefall. Und trotzdem bei anderen Fällen, wenn der Patient überhaupt kein Problem hat, auch gar nicht das Bedürfnis, dass man das alles auf einmal macht. Und ich eben weiß, Herr Hengerer hat das ganz gut gesagt, man hat ja immer im Hinterkopf, was kann passieren. Und das sind eben auch bei der Phako nochmal andere Dinge als bei der reinen refraktiven Laserchirurgie. Dann wägt man ab. Und dann ist, finde ich, ist ganz klar die Einstellung, dass man, weil man das Bestsichere für den Patienten will, dass man das dann nicht forciert und wenn man nicht muss, dann eben zweizeitig. Ja, ich muss beim Lasern auch nicht, aber jetzt spielen wir das Spiel noch ein Stückchen weiter. Auf einmal wird entschieden, die DRG für die Katarakt ist nur noch eine simultane. Und jetzt? Ja, wie gesagt, ich bin über jeden Tag. Ja, ich frage ja nur, was machen wir jetzt? Dann machen wir es ambulant, weil DRG interessiert mich in dem Zusammenhang. Ja, genau. Gut. Also wenn man einfach mal sieht, wie lange es braucht, ein DRG zu kreieren und die sogenannten Kommissionen sich zusammensetzen, um überhaupt zu einer Entscheidung zu kommen, dann werden wir beide ältere Herren sein, bevor so eine DRG kommt. Weil einfach die... die Anforderung ist nicht da. Der Bedarf ist nicht da. Gut, dann wir operieren alle irgendwann simultan. Gut, Tobi, akzeptiert. Jetzt schließe ich gleich einen hinterher und dann sage ich, pass auf, jetzt kommt die Krankenkasse, macht einen Vertrag und sagt, du kriegst mehr Geld, wenn du das simultan machst, weil wir haben dann mit dem hinten dran und den Kontrollen sparen wir ein bisschen ein. Und da wird jetzt so ein kleiner Obolus für dich oben drauf gelegt, wenn du es im Vertrag dann simultan machst. Was ist jetzt? Jetzt bist du gefragt, nicht mehr das Krankenhaus. Ich habe immer noch die Patienten. Und das Krankenhaus hat die Daten dazu, weil es kanadische Studien gibt, die sagen, dass zwischen $1,400 und $1,600 gespart werden kann durch diese Maßnahme. Das ist nämlich genau... Das bilateral zu machen. Genau. Und die Quality of Life der Patienten ist auch um den Faktor 0, irgendwas größer. Also man könnte darauf zurückgreifen und sagen, und ich glaube, dass es für die Standard-Kassen-OP wirklich nützlich wäre, in die Richtung zu gehen, weil wir uns gar nicht mehr anders können. Das ist genau der Punkt, weil es eben ein paar Länder gibt, die das im öffentlichen Gesundheitssystem drin haben, greifen natürlich sowohl unsere Krankenkassen wie aber auch die gesetzgebenden Strukturen auf diese Daten zu. Und damit müssen wir eben rechnen, dass die sich vielleicht dann
doch bewegen, bevor unser Bart ein Meter ist, sondern schon bei einem halben Meter vielleicht Bartlänge da irgendwo mal eine Reaktion kommen könnte. Und deswegen ist ja spannend, mal zu fragen, was passiert denn, wenn sich Krankenkassensystem, DRG-System oder so in irgendeiner Richtung bewegen. Beugen wir uns? Wahrscheinlich, natürlich, oder? Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Weil es bei den IWOMs und anders war auch war. Wenn die was vorgegeben haben, haben sich 90% haben sich dann... Ja gut, das hatten sie mit der ambulanten Kataraktoperation auch. Sie haben uns versprochen, sie zahlen mehr, wenn wir weniger stationär machen. Genau. Und sie haben uns über die Zeit einfach gnadenlos beschissen. Aber ich denke, das ist auch alles eine Frage der Qualität der Daten, wenn es Daten gibt. Ich meine, die klinische Wissenschaft entwickelt sich immer weiter. Ja, Dinge, die gestern noch selbstverständlich und klar waren, die sind morgen das vielleicht in Frage gestellt. Wie gesagt, mit den Antibiotika bei den IWOMs ist ja so ähnlich. Und wenn wir valide Daten haben, die für mich sicher nachvollziehbar belegen, dass eine bestimmte Klientel damit kein höheres Risiko hat, dann habe ich damit kein Problem als Arzt. Ja. Und ich denke, das wird dann darauf hinauslaufen, dass man dann Subgruppen identifizieren muss, die ein höheres Risiko haben, bei denen das dann möglicherweise nicht so gut ist, das zu machen. Das ist dann unsere Aufgabe. Aber so einer Situation würde ich unter diesem Gesichtspunkt eigentlich entspannt entgegensehen. Nur im Moment entscheide ich es anders. Aber die Daten gibt es ja. Also ich meine, dass man jetzt in Abrede stellt, dass es nicht genug Publikationen dazu dem Thema gäbe, das kann ich so nicht akzeptieren, ja, durchgehen hast... lassen. Darf ich eben ausreden? Ne? Ja, klar. Was ich glaube, ist eher ist der Umstand der Aufklärung und dem Ganzen, was da noch mit drumherum hängt. Jetzt haben wir ja noch einen Block mehr, über den man differenziert, zumindest mit Patienten in Deutschland, die kann man vielleicht nicht unbedingt auch mit anderen Patienten vergleichen, außer man gibt das natürlich vor, das ist unser Standard oder so. Aber wenn man einen Patienten fair darüber aufklären will, dann hat man nochmal wieder einen erheblichen zusätzlichen Block der Arbeit, sage ich mal, den man dort auch nochmal irgendwie verlagern muss. Wenn man überlegt, über was wir schon alles aufklären müssen, über Premiumlinsen, über die Art der Operation, ob wir es mit dem Femto oder Standard machen, etc. pp., da sehe ich also, momentan ist das einfach nicht abgebildet. So. Ist eigentlich unsere Juristin heute noch. Und zum anderen ist es ja auch so, das haben wir ja gerade eben schon gehört, sehr schön. Die betriebswirtschaftliche Seite wird sehr gern von den Krankenkassen gesehen. Nach wie vor bleibt die Verantwortung über das ärztliche Handeln immer noch in unseren Händen. Und die Krankenkassen, die werden uns hinterher nicht unterstützen, wenn der Patient dann uns verklagt, als der Dienstleister sozusagen da die Körperverletzung begangen hat. Wenn dann hinterher im kleinsten Fall sozusagen das Brillenglas zu bezahlen ist, weil wir nicht lang genug gewartet haben, bis die Refraktion passt, was wir schon gesehen haben. Also für mich ist es ganz klar, es gibt noch viel zu viele Gründe, das sozusagen singulär separat zu machen mit dem entsprechenden Abstand dazwischen, weil es ein elektiver Eingriff ist. Es gibt keine Not, es gibt niemanden, der mich dazu zwingt. Ja? Wie groß ist der Abstand? Ja, mindestens eine Nacht. Ja. Ihr Ton ist irgendwie weg, kann das sein? Ja, ich glaube, hier irgendwas mit dem Mikrofon stimmt hier nicht. Vielleicht einen Zusatz noch. Die American Academy empfiehlt in dem Umstand, wenn man das macht, simultan eine separate Einverständniserklärung, wo ganz klar gesagt wird, also das sind die Vorteile der simultanen Operation, das sind die Nachteile der simultanen Operation in puncto Effizienz, Risiko, Komplikationen etc. Und dann auch das Ganze nochmal für die sequentielle Vorteile, Nachteile und so weiter. Und dann kommt nochmal Zusammenfassung, wo der Patient handschriftlich auch nochmal ankreuzen muss, wieso er das ausdrücklich möchte, dass es bilateral simultan. Und dann, sag mal, das haben wir sozusagen für uns übersetzt, sodass wir in den Fällen, wo wir das machen und das sag mal, auch guten Gewissens durchführen, das eben halt auch nochmal zusätzlich einholen. Und das, glaube ich, ist in Deutschland momentan noch gar nicht umgesetzt. Wir sind hier an einem medikolegalen Thema und ich wollte jetzt eigentlich nochmal unsere Juristin einschalten. Herr Zach ist auch da, ne? Sind zwei. Ja, also vielleicht beide. Erstmal, wie sieht es aus von juristischer Seite, eine simultane Körperverletzung am paarigen Organ? Wie sehen Sie das von der Seite? Ein Kommentar. Und die andere Seite ist das, was aus der Diskussion sich ergeben hat. Wenn es zu einer beschriebenen Komplikation kommt, zum Beispiel Ausbildung eines zystoiden Makulaödems, wo ich normalerweise das erste Auge behandeln würde und dann vielleicht auch bei dem zweiten Auge vielleicht sogar eine andere Prophylaxe noch im Vorfeld machen würde, um das zu vermeiden. Diese Möglichkeit nehme ich mir. Wie sehen Sie das juristisch? Also simultane Körperverletzung und die Tatsache, dass ich mich vielleicht anders verhalten hätte, wenn ich den Outcome des ersten Auges schon kennen würde. Können Sie da kurz einen Kommentar mit Mikrofon vielleicht zu machen?
Also es ist so wie immer, letztlich müssen Sie es abschätzen und verantworten können. Also wenn Sie zum Beispiel, um auf den letzten Punkt zunächst einzugehen, wenn Sie Anhaltspunkte dafür haben, dass der Patient so etwas entwickeln könnte, was ich jetzt nicht beurteilen kann, dann natürlich müssen Sie anders vorgehen, als wenn es Erfahrungen gibt und auch eine gewisse Regelhaftigkeit, dass das eben nicht passiert und zusätzlich Sie den Patienten aufgeklärt haben. Der Aufwand, der zusätzlich nötig ist bei der Aufklärung, den kann Ihnen niemand nehmen, wenn Sie halbwegs sicher sein wollen. Vielleicht ergänzend dazu nochmal, was ja regelmäßig mittlerweile passiert, ist anderes Fach, aber simultane Hüft-Totalendoprothesen-Operationen oder simultane Knie-Totalendoprothesen-Operationen, die auch wirklich sehr oft gut gelingen. Also was ich persönlich mir nicht vorstellen möchte. Sehr oft gut gelingen. Diese OPs sind ohnehin immer sehr anfällig für Missempfindungen im Anschluss, weil die Patienten eine andere Erwartungshaltung haben. Aber vielleicht hilft das Ihnen, weil ja auch das paarige Organe sozusagen sind. Aber im Übrigen ist es genauso wie immer. Also die Einschätzung, was geht, was nicht geht, was verantwortbar ist oder nicht, die kommt von Ihnen. Und dann kann man schauen, was folgt daraus zum Beispiel für die Aufklärung und wann muss wer haften. Können wir von denen etwas lernen? Ja, Sie sind jetzt ja nicht in dem Fach drin. Sie wissen nicht, ob ein Patient ein zystoides Ödem entwickeln wird oder nicht. Er hat eben ein 3%iges Risiko. Ja. Nur wenn er es am ersten Auge entwickelt, macht es eine recht intensive Therapie erforderlich. Und ich könnte eventuell, auch nicht bewiesen, aber das Auftreten am zweiten Auge durch eine entsprechende Prophylaxe zumindest in der Wahrscheinlichkeit reduzieren. Das heißt, diese Situation ist immer gegeben. Also wenn 3% ich simultan, regelhaft. 3% klinisch signifikant, regelhaft, ja. Also mehr oder weniger betroffen und dann kommt das erste Auge. Sie wissen, der hat es bekommen. Dann macht man am zweiten Auge vielleicht schon eine Vorbehandlung oder so. Kann ich auch nicht garantieren, dass es nicht kommt, aber Sie haben eine Chance, das Risiko zu reduzieren. Das heißt, diese Situation ist ganz allgemein so. Und wenn es so eine Situation, ich meine aber, wenn Sie mir jetzt mit der bilateralen Hüfte kommen, also wenn der da mit beiden da so rumwackelt, das hat ja nun auch einen direkten Einfluss auf den Outcome der anderen Hüfte. Ja, also insofern, sicher? Sind die da schon einen Schritt weiter, glaube ich. Ja. Die sind absolut einfach mutiger, glaube ich, insgesamt. Aber das ist natürlich auch nicht unproblematisch. Ja, also die Orthopäden sind bestimmt mutiger als die Augenärzte. Aber was ich auch sagen wollte, das hört man ja auch immer wieder raus, Daten sind eine Sache. Burkhard, du hattest schon gesagt, es gibt ja eigentlich dazu schon eine ganze Reihe Daten. Und der Konsens ist die andere. Ja? Und in jeder Community zum Beispiel ist der halt auf einem anderen, befindet er sich auf einem anderen Niveau oder ist er unterschiedlich, was ja eine normale Sache ist. Ja? Das ist ja generell so. Und in Amerika tut man sich da offenbar ein bisschen leichter. Und hier ein bisschen schwerer und auch das kann sich ändern, aber es ist immer sehr, sehr schwierig. Und du hattest vorhin auch gesagt, wenn das mal passiert und wir können es halt nicht hundertprozentig sicher ausschließen, das können wir nicht, dann hat man ein Problem. Und das liegt daran, dass einmal möglicherweise eben doch an den Daten, aber dass der Konsens, das so zu machen, nicht so verbreitet ist, dass es überhaupt kein Problem ist. Ja, wenn sich das ändert, ja, wenn die Einstellung dazu sich verändert, wie alles in der Medizin, dann kann auch das sich ändern. Der Zach wollte noch was sagen. Ja, vielleicht noch einen juristischen Kommentar, bitte, Herr Zach. Ja, das simultane Vorgehen birgt schon spezifische Probleme, einfach weil Sie sich ja systematisch einer Korrekturmöglichkeit begeben. Und insofern ja, das jedenfalls im Bereich der Aufklärung enorm diskussionswürdig ist. Und das muss dem Patienten ja wirklich vermittelt werden, dass er das versteht, dass er systematisch hier in eine Verschlechterung gewissermaßen einwilligt. Von daher hätte ich da durchaus Bedenken, das hier simultan durchzuführen. Es sei denn, klar, wenn das als Standard formuliert ist und zugelassen ist, mag das dann anders zu beurteilen sein. Ja, das ist noch eine Frage, bitte. Also ich muss erstmal vorausschicken, ich bin Tierarzt. Also insofern, das, was ich jetzt sage, ist sicherlich nicht 1:1 übernehmbar. Naja, Tieroftalmologe, ne? Etwa 95% der Kataraktpatienten, die wir sehen, haben Hypermature, aber auf jeden Fall bilaterale Katarakte. Und seit 1986 operieren wir eigentlich immer simultan.
Zum einen aus Kostengründen, das sind Preisunterschiede für unsere Tierbesitzer von ungefähr 1.000 Euro, ob ich das simultan oder getrennt mache. Was für mich persönlich aber viel wichtiger ist, es gibt zwei Studien aus Frankreich von 2010, 2011, die zeigen, dass die operativen Ergebnisse signifikant besser sind, wenn beide Augen in einer Sitzung operiert werden. Die zweite Studie sagt sogar, das zweite Auge ist signifikant besser als das erste Auge, weil man unmittelbar die Erfahrungen von dem ersten Auge auf das zweite Auge übertragen kann. Ja, das ist jetzt beim Pferd oder beim Löwen, ne? Beim Menschen stelle ich mir die Frage, auch nachdem wir gestern die Videos gesehen haben, wenn man bilateral simultan operiert, Manfred, wann hörst du auf, dass du sagst, okay, das war jetzt zu viel, dass ich das zweite Auge operiere? Ja, man setzt sich mit Sicherheit, sag mal, vorher schon mal so seine Grenze. Was weiß ich, sag mal, Vorderkapselruptur und dann ist Schluss. Dann, wenn das eintritt, würde ich nicht mehr das zweite. Im Falle der intraoperativen Komplikation. Wird das nicht dann plötzlich aufgeweicht? Du hast vorher mit dem Patienten gesprochen, der erwartet, ist jetzt in Vollnarkose am Ende sogar noch und erwartet eigentlich aufzuwachen mit beiden Augen. Und da ist es jetzt nicht der Fall. Da, glaube ich, verschiebt sich plötzlich die Grenze, die man sich vorher gesetzt hat. Und all solche Sachen, und dann rutscht man in Probleme rein, die man vielleicht gar nicht will und sich im Nachhinein denkt, das hätte man lieber nicht gemacht. Und das sind Sachen, die sind die weichen Faktoren für mich, die hier auch noch mit reinspielen, die natürlich nirgendwo niedergeschrieben stehen und in keiner Studie oder so irgendwie Bezug finden. Also ein wichtiger Aspekt, das ist ja sogar beim sukzessiven, also beim Nacheinander operieren ja immer das Thema, du hast eine Multifokallinse im ersten Auge, hast beim zweiten Auge deine Komplikation. Wie kannst du das regeln im Rahmen dessen, was mit dem Patienten besprochen wurde? Du musst ja in seinem Interesse da entscheiden. Das kann er ja jetzt gar nicht. Also das Problem gibt es natürlich in gewisser Weise auch bei Operationen, die ich nacheinander mache. Immer dann, wenn das zweite Auge das Komplikationsauge ist, ist ja noch viel unangenehmer im refraktiven Bereich als beim ersten Auge. Ich finde, die Diskussion war richtig lebhaft. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ja, es gibt eine American Society of Bilateral Surgeons. Genau. Jetzt sind wir wieder beim Konsens. Es gibt ja jetzt, früher hat man ja immer diesen Scherz gemacht, naja, es gibt dann irgendwie die Spezialisten fürs rechte und fürs linke Auge. Das wird schwierig bei der Bilateral Society. Okay, ja. Ganz kurze Frage, die ich letzte Woche oder auf der DOC, da war Professor Hattenbach auch in der Runde. Es waren ausschließlich eigentlich da Retinologen in der Runde, in der ich saß und eben viele Ordinarien. Und wo ich zum Schluss gefragt habe, wer spritzt Yvonne beidseits? Da schoss der eine Ordinarius so los und sagt, das macht doch keiner. Und der andere sagt, doch, wir wohl. Und so. Genau. Es waren dann so in der Runde wirklich nur 30% spritzten beidseits. 70% lehnten es ab. Und das ist gefährlich, wenn wir solche Lager in Deutschland haben. Weil wenn was passiert... Das ist ein wichtiger Aspekt. Ich wollte das so ein bisschen zur Überleitung nehmen, aber vielen Dank für diesen Freistoß.